Hallo zusammen und willkommen zurück hier zum zweiten Part in Subsistence mit mir, dem Rappelzappel. So, am Ende habe ich hier noch zwei Kisten gesehen. Und die würde ich gerne noch mitnehmen. Da könnte was Lebenswichtiges drin sein. Ja, Nägel, Streichholz. Ja, ist auf jeden Fall lebenswichtig. Streichhölzer sind auf jeden Fall sehr lebenswichtig. Weil ohne Streichhölzer kriegt ihr kein Feuer an. Das habe ich wahrscheinlich in der ersten Folge vergessen zu erwähnen. Um ein Lagerfeuer anzuzünden, braucht ihr immer Streichhölzer. Also Streichhölzer sollten immer am Start sein. Da oben haben wir auch nochmal eine Kiste, aber da steht auch ein Wolf. Ach, wenn man einmal... Hier haben wir auch ein paar Erze. Oh, zwei Kisten. Wenn ich das richtig sehe, zwei Kisten auf einen Haufen. Aber auch zwei Wölfe. Ne, das Risiko ist mir zu groß. Wir gehen wieder zurück. Und gucken mal, dass wir unser Häuslein ein bisschen weiter bauen können. Die Nacht bricht ja auch schon wieder bald rein. Vielleicht sollten wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Davon kann man eigentlich nie genug haben. Aber wir brauchen auch jede Menge Bretter. Ich weiß gar nicht, ob man in das Lagerfeuer auch die Stickies reinmachen kann. Aber zur Erstellung eines Lagerfeuers braucht man auf jeden Fall Stickies. Aber wir müssen das Lagerfeuer auch befeuern. Und soweit ich das mitgekriegt habe, kriegt man das hier nur aus dem Rohholz. Ich weiß aber nicht, ob das auch mit Sticks geht. Das habe ich eigentlich noch nie ausprobiert. Oder wir sind hier? Wir können das ja gerne mal zusammen testen. Den Baum nehme ich jetzt noch mit und dann ist Feierabend hier. Dann bricht die Nacht rein. Weil Essen ist hier echt Mangelware, Freunde. Das kann ich euch sagen. Essen ist hier echt Mangelware. Und das macht das Spiel auch eigentlich so schwierig. Du musst dir echt alles erkämpfen. Ohne Kampf gibt's kein Loot. So ist das einfach. Ohne Kampf gibt's kein Loot. So, wo ist jetzt eigentlich die flachste Stelle? Ich möchte das gerne nochmal kurz austesten. Hier. Dann würde ich hier nämlich Treppe und Tür reinmachen. Die anderen sind einfach viel zu hoch. So, haben wir denn ein paar Stickies dabei? Wenn ich stellen wir uns mal... Ach, das ist auch verrottet jetzt. Ach du Scheiße, jetzt haben wir nichts zu essen. Warum ist denn das jetzt schon verrottet? Ach, das ist doch jetzt scheiße. Ja, kann ich das auch wegschmeißen? Boah, dann haben wir nichts zu fressen. Das ist ja mal mega scheiße. Das ist jetzt mal mega kacke. So, wir werden uns mal noch ein paar Bullets herstellen. Wie viele jeden denn da? Ja, mehr geht nicht. So, dann gucken wir mal, dass wir ein paar Bretter rauskriegen. Immer zwei Holz brauchen wir. Gib mal hier den einen Streichholz. Machen wir uns auf jeden Fall schon mal ein Lagerfeuer an. Stickies habe ich jetzt keine, wa? Nein. Oh, na gut, dann machen wir hier das rohe Holz rein. Ist kein Problem. Aber die Asche nehmen wir raus. Ich weiß nicht, ob wir die Asche nochmal für irgendwas gebrauchen können. Und Ignite. Gut, sehr schön. Was brauchen wir jetzt? Bauen wir jetzt nochmal eine Foundation? Ich wäre jetzt eher dafür, dass wir die Wand bauen. Ich wäre jetzt eher dafür, dass wir diese Wand bauen. Und das heißt, Wooden Wall. Da brauchen wir noch Nägel. Ja, eigentlich nur noch die Nägel brauchen wir dafür.
So, wir können jetzt uns auch noch mal ein paar so... Wo war das denn jetzt gewesen? Das habe ich nämlich in dem einen Video gesehen. Da muss ich mich auch selber ein bisschen spoilern lassen. Hier haben wir sie. Können wir uns ein paar Seile herstellen. Mehr als nur ein paar. Kriegt euch das mal an. Dafür ist der Fiverr gut. So, ich denke mal, das reicht jetzt erstmal. So, die Bretter lassen wir auf jeden Fall da. Haben wir noch die Stickies drinne. Da können wir vielleicht auch mal gucken, dass wir uns noch ein Oberteil herstellen können. Weil mit jedem Item, was wir uns craften, was wir anziehen können, ob T-Shirt oder Hose oder Schuhe, damit werden wir natürlich auch ein bisschen stärker. Also das ist der Dude daran. Wir werden dadurch auch ein bisschen stärker. So, können wir denn jetzt überhaupt schon mal? Gucken wir mal. So, für so einen Bordcomputer brauchen wir... Scrap Metal. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Und wir brauchen die Maschinenchipsätze hier. So, jetzt stellt uns erstmal Seile her. Das ist schon mal sehr gut, schon mal sehr wichtig. Und den Rest würde ich jetzt erstmal hier reinpacken. Mein Leder auch erstmal sicher wegpacken. Ich weiß nicht, ob sie uns von hinten angreifen könnte. Das ist das Problem. Gut. Jetzt erstmal Wooden Wall. Dazu brauchen wir noch Nägel. Die nehmen wir uns auch noch am Start. So. Da haben wir eine Tür. Können wir auf jeden Fall eine Tür noch reinmachen. Das ist schon mal ganz wichtig. Hatten wir ein Fenster? Ne, komm, wir machen eine volle Wand. Eine volle Wand und dann brauchen wir noch den Bordcomputer. Den machen wir uns auch noch. So. Ja, so schnell ist das Holz weg. So schnell ist das Holz weg. Dann sollten wir uns vielleicht nochmal ein paar Planks herstellen. So, machen wir die Reihe voll. Fertig. Weil Holz ist ja kein Problem, das zu finden. Das wirkliche Problem ist wirklich Essen zu finden. Guck mal, wir leiden jetzt zum Beispiel unter Proteinmangel. So. Wir können uns jetzt nichts herstellen irgendwie, dass wir den Proteinmangel jetzt... Mit dem Fleisch kotzt mich jetzt echt an. Das ist echt kacke. Das ist echt scheiße. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat so schnell verrottet. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Wir können uns mal hier kurz in der Gegend ein bisschen umschauen. Was sagt das Feuer? Brennt das noch eine Weile? Ja, brennt noch ein bisschen. Im Notfall können wir noch mal was nachpacken. Aber dass wir jetzt nichts zu fressen haben, das heißt, wir müssen in der nächsten Folge wirklich einen Level 1 Wolf hier finden. Den doch noch mal abschießen. Und uns dann erstmal ein dickes Steak einpfeifen, wenn der Tag wieder reinbricht. Aber die Nacht nutzen wir jetzt erstmal dazu, weil es so ruhig ist. Nutzen wir jetzt erstmal dazu, unsere Base hier so ein bisschen weiter zu bauen. Gut, jetzt kommt die Wall. Sehr schön, die haben wir jetzt schon mal. Dann ziehen wir die mal bitte rüber hier auf die 4. Achso. Gut, da würde ich sie gerne ran haben wollen. So, und den Bordcomputer machen wir uns noch. So, die 4. Und ich würde sagen, den setzen wir uns mittig. Setzen wir einfach mittig hier ran. So. Bordcomputer ist online. Okay, was können wir da jetzt machen? So, jetzt haben wir nämlich noch ein neues Crafting-Menü. Und das ist jetzt Base-Name, ja? Komm, hier, das ist vollkommen richtig. Aber da müssen wir Brennstoff irgendwas drin machen, wa? Da müssen wir Brennstoff drin machen. So, was haben wir denn hier? Wir haben eine Base-Light. Finde ich schon mal sehr gut.
Kostet uns aber auch Strom. Baselight. Dann haben wir den Woodburner. Oh, ist schon mal ein cooler Name. Die Raffinerie haben wir. Wir haben ein Bett. Jo, was brauchen wir für ein Bett? Scrap Metal. Was ist das hier? Fasern. Oder was? Oh. Close brauchen wir. 500 Energie kostet uns das Ganze. Oh. Ein Powergenerator. Ah. Da haben wir ein Anpflanzfeld, also ein Beet. Power Storage. Okay. Mass Storage. Eine Weapon Bench. Und den Kühlschrank. Sehr gut. Den Kühlschrank können wir auf jeden Fall YouTube brauchen. Dann haben wir den Recycler. Massfabrikator. Animal Housing. Oh, guck mal, so ein Animal Housing. Dann haben wir auf jeden Fall jeden Tag Fleisch zum Essen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Animal Housing. Also brauchen wir nur noch ein bisschen Scrap Metal. Mass und Power. Power würde uns das 450 kosten. Aber ich denke mal, das würde hinkommen, wa? Oder? Ich glaube schon. Ich glaube, das wäre gut. So, draußen ist schon wieder Tag. Und das heißt, Wolf schießen. So, was war denn das hier unten eigentlich? Das möchte ich nochmal kurz gucken. Was ist denn das hier für ein Ding? Genau. Den Lookpick. Kann ich den mitnehmen? Der hat erst einen Schlüssel, wa? Ah, nimm den mal mit, wenn wir so eine Militärkiste. Das ist nämlich das Ding, womit wir die Militärkiste aufmachen können. Sehr nice. So, Level 1 Wolf. Was sagt das Feuer? Brennt das noch eine Weile? Ne, komm, wir packen mal sicherheitshalber noch was nach. Hier nochmal 7 Stück. Mach nochmal rein hier in das Ding. Dann brennt das wenigstens noch eine Weile. Okay, um eine Wand und einen Bordcomputer erweitert, versuchen wir jetzt ein bisschen Fleisch zu finden, dass wir auf jeden Fall was zu essen haben. Aber dieses Animal Housing klingt eigentlich sehr gut. Ich glaube, das werden wir uns mal zuerst bauen. Ich hoffe, das heißt, dass sich da drin Tiere verlaufen, die wir dann schlachten können. Aus der Ferne sehe ich da ein Bär. Größere Touren sind wir jetzt hier nicht ausgelegt. Normal, ich will diesen Schlüssel jetzt auch nicht verlieren. Ich habe den jetzt eigentlich nur mitgenommen. In der Hoffnung, wenn ich mal so eine Militärkiste finde. Würde echt mal interessieren, was in so einer Militärkiste drin ist. Guck mal, unser Haus wird uns angezeigt, oder? Ja. Unser Haus wird uns angezeigt. Also wissen wir zumindest, welche Richtung wir laufen müssen. Ja. Ist ja mega geil. Das ist ja gut. Wenn wir sterben sollten, wissen wir auf jeden Fall, in welche Richtung wir laufen müssen. So, da vorne haben wir... Oh, ein Wolf Level 3. Das ist nicht gut. Ich hätte jetzt gerne noch einen Wolf Level 1. Und Medizinkräuter nehmen wir mal noch mit. Ah, da tanzt nun der Bär wieder rum. Doch irgendwo in unmittelbarer Nähe noch ein Level 1 Wolf irgendwo rumhängen. Oder eine Militärkiste. Aber das würde mich nämlich auch mal interessieren. So eine Militärkiste habe ich noch nie aufgemacht. Aber jetzt müsste man eigentlich den dementsprechenden Dietrich auch dafür haben. Da rennt ein Häschen. Sehr gut.
Also ein Animal House klingt eigentlich sehr interessant. Würde ich schon hier nochmal ausprobieren. Jetzt eine Erze hier. Da können wir uns jetzt eigentlich nicht mehr verlaufen, war? Dann können wir ja ruhig ein Stückchen weiter. Wird uns das ständig immer angezeigt. Welche Richtung wir laufen müssen. Ja, mega gut. Mega gut, das ist ja mal was Feines. Wir können zwar noch nicht sorglos hier durch die Gegend watscheln. Aber dass der dementsprechende Schutz auch noch fehlt. Oh, Level 305, ja. Ein bisschen aufpassen. Zu essen wäre mir lieber. Ja, dann haben wir auch nochmal eine Kiste. Oder eine Tasche, aber ich sag dazu mal Kisten. Ja, ein bisschen Munition. Das ist auch was Feines. Warum ist noch eine Kiste? Level 3. Weiß nicht, ob der in unsere Richtung kommt. Oder ob der den Hasen einfach nur angeknurrt hat. Scheint aber zu kommen. Ich glaube, der hat die Witterung aufgenommen. Versuchen, den mal im Auge zu behalten. Wenn wir die Kiste aufmachen. Hier nochmal ein bisschen Munition. Wird uns unser Haus noch angezeigt? Ja. Das finde ich ja mal einen ganz netten Aspekt. Dass dir das jetzt angezeigt wird. Kann man ruhig mal ein bisschen weiter weglaufen. Achso, gedrückt halten, ja. Hm. Noch ein bisschen Scrap Metal. Vorne haben wir auch nochmal Scrap Metal, wa? Oder? Wir müssen uns auf jeden Fall einen Level 1 Wolf schießen. So, hier sind wir schon wieder am Ende. Also das Gebiet ist hier momentan noch eingezäunt. Das wird irgendwann, denke ich mal, freigegeben. Dann wird die Welt erweitert, weil ihr seht ja, da hinten geht es ja noch weiter. Ist ja alles schon konstruiert. Nur unser Leben beschränkt sich jetzt erstmal innerhalb dieses Zauns. Und das Gebiet ist jetzt zwar nicht riesig und unendlich, aber... Es ist schon groß. Muss man wirklich sagen. So, jetzt ist mein Spiel kurz abgekackt. Da ist ein Spiel rausgeflogen. Muss ich auch mal aus dem Fenstermodus dann aufzeichnen. Muss ich auch mal umstellen. Ich habe hier immer noch das Problem, alles, was ich im Vollbild zocke. Dann macht der Computer irgendwann so einen kleinen Ruck. Und dann ist das Spiel irgendwie... Wird das Spiel clean gemacht. Versuchen wir uns mal einen Wolf zu schießen. Also zumindest so eine große Kiste. Ich würde gerne mal jetzt so eine große Kiste finden. Das wäre jetzt echt cool. Aber immer wenn man auf Sachen wartet, dann kommen sie nicht. Es dürfte auch bald der Hunger plagen. Und wenn wir Hunger haben, dann ist das Ganze richtig doof. Dass das Fleisch da so schnell verrottet, das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich echt nicht gedacht. Das so schnell am Verrotten ist. Ja, dafür ist der Kühlschrank natürlich gut. Wenn der dann auch noch betrieben wird. Dann hat das Ganze ja echt so einen Effekt wie in Hurt World.
Aber pro Hurt World, für die Leute, die meinen Kanal jetzt schon länger begutachten und auch schon Abonnent sind, mir ist wieder in den Sinn gekommen, mal wieder eine Runde Hurt World zu zocken. Da hat sich ja auch einiges getan. Und da würde ich gerne mal wieder so ein bisschen reinschnuppern, vielleicht auch mal wieder so ein paar Folgen machen, vielleicht mal so eine Staffel. Staffel so von 10, 12, 14 Folgen, je nachdem, wie die Lust gerade ist. Einfach mal die Veränderung von Hurt World mal aufzeichnen. Wenn ihr daran Interesse habt, könnt ihr mir das ja gerne mal unter dieses Video schreiben. Würde mich mal interessieren. Weil jetzt schwebt mir nämlich so im Kopf rum, mal eine Runde Hurt World wieder zu zocken. So, ich hoffe, der Bär läuft jetzt konstant weiter und kommt nicht mehr zurück. Crouchen mal daran. Obwohl der Bär Level 1 ist, aber 180, ja? 180, das können wir nicht runterschießen. Da brauchen wir auf jeden Fall eine Schrotflinte. Das kannst du nicht einfach mal so runterschießen. So, uns plagt der Hunger. Haben wir irgendwas zu essen dabei? Nein, wir haben nichts zu essen. Da vorne ist ein Wolf. Base Level? Level 3. Nicht gut. Gar nicht gut. Absolut nicht gut. Ich bin ja am Einsammeln. Gar nicht gut, gar nicht gut, gar nicht gut. Haben wir noch keine dementsprechende Erste-Hilfe-Kiste bekommen, wo wir was zu essen drin haben. Nein! Scheiße. Er hat sich schon groß gemacht. Mal aufpassen. Läuft er weiter? Da unten steht er. Kommt er jetzt hier hoch? Oder läuft er weiter? Er läuft weiter. Nichts zu essen, nichts zu essen. Wir haben auch keine Bären mehr auf Reserve oder so. Oder ein Apfel zumindest. Das Ganze könnten sie vielleicht auch nochmal vereinfachen. Dass man zum Beispiel aus, wenn man auf die Bäume einschlägt, dass ab und zu vielleicht auch mal ein Apfel runterfällt. Kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Das würde den Survival-Modus vielleicht auch nochmal ein bisschen vereinfachen. Aber auch nur ein bisschen. Uns fehlt immer noch ein Level 1 Wolf. Wahrscheinlich sind wir in die falsche Richtung gegangen. Vielleicht sind hier auch die großen Tiere irgendwie oder sind heute sowieso nur große unterwegs. Weiß es nicht. Wir sind schon wieder bei 24 Minuten. Das bereitet mir die größte Angst. Soweit konnten wir jetzt hier ja nicht zeigen. Da ist noch eine Kiste am Baum. Komm schon, komm schon, komm schon. Schaffen wir, oder? Schaffen wir das da? Eine Wasserflasche. Okay, schon mal etwas. Level 2 Wolf. Das ist auch nicht gut. Naja, ich gehe ja schon, Wolf. Mach dir mal keine Sorgen. Hier mal so eine große Kiste. Ach, wie geil. Ja, das geht. Alter, was ist das denn?
Okay, da ist definitiv jede Menge drin. Boah, die großen Kisten lohnen sich ja. Alter Schwede. Heidewitzka. Also die großen Kisten lohnen sich auf jeden Fall. Da war irgendwas drin gewesen, was ich jetzt gar nicht definieren konnte. Und das will ich mir jetzt auch nicht angucken. Ich glaube, das gucken wir uns mal lieber sicherheitshalber zu Hause an. Aber das machen wir definitiv noch in der Folge. Kann sein, dass das ein bisschen länger wird. Ein paar Minuten, Freunde. Aber ich will mich dennoch ein bisschen umschauen, ob wir vielleicht doch noch einen Level 1 Wolf hier kriegen. Den wir hier mit in den Tod reißen können. Aber so eine große Kiste haben wir auf jeden Fall gefunden. Bin ich schon mal sehr froh darüber. Dann konnten wir das auch mal abklären. Und da war ja jede Menge drin. So, das ist eine Item, das kann ich nicht definieren. Ich gehe nochmal kurz in die Richtung hier gucken. Da hinten haben wir nochmal eine Kiste. Im Notfall, wir haben ja jetzt einen Apfel und eine Beere haben wir hier gefunden. Da hätten sie noch mehr Kisten. Oh, wir fressen Schaden. Wir fressen jetzt Schaden. Da hat es jetzt gerade Autschen gemacht. Ich dachte gerade, hat mich jetzt irgendwas Unsichtbares angegriffen. So, jetzt gucken wir mal kurz. Was ist das denn? Weapon Parts. Ach, damit kannst du deine Waffen upgraden. Oder was? Oh, mega krass. Ein Waffen-Upgrade. Also entweder brauchen wir das, um überhaupt eine Waffe herzustellen. Was machen die denn da? Patrouille laufen zu zweit oder was? Ist das hier der Grenzposten oder wie? Mit Level 2 habe ich nichts am Hut. Level 1 Wolf, bitte. Das wäre jetzt noch klasse. Das würde mich jetzt fröhlich stimmen. Aber so eine Kaninchenhütte, das wäre echt was. Wenn wir uns da drin eine Kaninchen fangen könnten oder halten. So, vielleicht rammeln die um ihr Leben irgendwie und dann haben wir jeden Tag was zu essen. So eine großen Kisten brauchen wir. Wenn da jetzt auch noch mal zu essen drin wäre, das wäre ja klasse. Wäre ja herrlichst. Würde mich ja noch mehr freuen. Ein paar Steaks so mitten in der Kiste drin. Und die verrotten denn natürlich nicht, wahr? Da vorne haben wir einen Wolf. Welches Level? Müsst doch mal zurufen. Nee, Level 2. Nicht gut. Das Gute ist, das Spiel speichert auch automatisch ab. Das Doofe ist natürlich, sobald man stirbt, ja, wird das Spiel abgespeichert. Also du kannst nicht einfach mal schnell raustappen oder Alt F4. Sobald du tot bist, bist du tot. Dann wird das Spiel abgespeichert. So. Nicht, dass du denkst, ja, oh ja, jetzt schnell. Vor 3 Minuten hat er gerade abgespeichert oder vor 1 Minute hat er gerade abgespeichert. Tapp ich mal schnell raus und so und dann... Nee, nee. Da ist dein Feierabend. Sobald du stirbst, wird das Spiel automatisch auch nochmal abgespeichert. Oh, hier haben wir noch ein paar Bieren. Sehr gut, die pfeifen wir uns gleich mal ein. Weil der Hunger nagt ja doch schon so ein bisschen. So, was haben wir da? Level 2. Das ist alles nicht... Alles nicht gut und ich würde jetzt auch gerne nach Hause. Ich habe so das Gefühl, wir sollten lieber nach Hause. Die Items sicher nach Hause bringen. Und das werden wir jetzt auch machen. Das werden wir in der Folge jetzt noch machen. Die Items sicher nach Hause bringen und dann werden wir nochmal eine Folge machen, denke ich mal. Vielleicht können wir ja noch irgendwas upgraden. Noch eine Tür, noch eine Wand. Irgendwas upgraden. Dass wir da auf jeden Fall weiterkommen. Ich werde
So, wenn euch das Spiel interessiert, lasst es mich ruhig wissen. Schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, kann ich ja daraus mal einen Livestream machen. Aber ich werde in dem jetzigen Status, wie es ist, würde sich das nicht lohnen, ein Let's Play daraus zu machen. Weil es ist einfach zu wenig los. Ja, muss man dazu einfach mal sagen, es ist einfach zu wenig los. Das Spiel macht auf jeden Fall Freude, das macht richtig viel Spaß. Ja, das heißt jetzt nicht, dass ich das Spiel negativ finde. Ich finde einfach nur, es ist zu wenig Inhalt. Es ist einfach zu wenig Inhalt, den man hier bieten kann. Und auf lange Sicht gesehen würde euch das dann, denke ich mal, auch doch an bisschen langweilen, bisschen ankotzen. Wenn wir hier ständig nur am Farmen sind. Aber für so ein Live-Let's Play, also für so einen Livestream, können wir das gerne mal machen. Kein Problem. Aber ich werde das Spiel auf jeden Fall weiterzocken. Und erstmal meine Sachen hier in Sicherheit bringen. So. Weil das muss hier saved werden. Alter Schwede, da haben wir ja schöne Sachen zusammengekriegt. So, da können wir so mal ein paar Seile machen. Ich denke mal, wir gucken mal in der nächsten Folge, dass wir da vielleicht noch ein bisschen... Oh, wir haben ja genug Seile. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, was ist das? Iron Fragments. Ah, 16 Stück. What the fuck? Sehr schön. So, da können wir noch eine Wasserpullerin machen. Oh, das können wir auch aufführen. Können wir uns noch ein paar Kugeln herstellen. Aber wir haben eigentlich 16 Stück. 16 Kugeln haben wir am Start. Ich denke mal, das reicht. Ja, die kann man da noch rein machen. 16 Kugeln, 17 Bretter. Wir können auch mal uns ein T-Shirt herstellen. Aber das denke ich mal, wenn wir in der nächsten Folge machen. Wir gucken erstmal, ob wir überhaupt die nötigen Sachen dafür haben. Wir brauchen, 6 Leder oder was? 6 Leder? Habt ihr einen Arsch offen oder was? 6 Leder. 5. Oh, 5. Ich hab mal Schuhe. Mhm. What the fuck, ey. Ja. Ein T-Shirt brauchen wir noch ein Leder. Ja, wir müssen auf jeden Fall sowieso einen Wolf killen. Gut, dann würde ich jetzt hier abbrechen. Freunde, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Lust habt, schaut einfach in der nächsten Folge auch nochmal mit rein hier. Eine Folge wird heute noch rauskommen. Eine Folge werde ich jetzt noch machen. Ansonsten, ja, liegt es in eurer Hand. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Schreibt in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Muss nochmal vorweg sagen, ein Let's Play, für ein Let's Play würde es sich noch nicht lohnen. Dafür ist einfach noch zu wenig los, zu wenig Inhalt. Aber einfach mal so ein Livestream können wir gerne mal machen, wo ich einfach so losdaddel und ihr mir so ein bisschen zugucken könnt, wenn euch das interessieren sollte. Ansonsten, Subsistence heißt das Spiel. Link in der Videobeschreibung. Gibt es bei Steam. Ist erhältlich. Ich glaube für 13 oder 14 Euro. Und ja, es macht auf jeden Fall mega viel Spaß. Und wenn diese Hütte hier mal fertig ist und wir die Items da drin haben, werdet ihr sehen, das Ding sieht echt Bombe aus. Ja, sieht echt Bombe aus. Wenn ihr im Vorfeld wissen wollt, wie so eine Hütte von innen auszusehen hat und welche Items es da überhaupt gibt für die Hütte, schaut einfach mal bei Steam in dem Vorstellungsvideo in dem Trailer und da werdet ihr dann ausreichend informiert. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses schaut. Bleibt mir treu und vor allem gesund. Haut da rein, euer Rappelzappel. Servus, ihr Lieben.